So, hallo und herzlich willkommen zum Best of SD. Best of SD Finals wurden gewotet der letzten 100 In-Games-Spiele und das ist ein bisschen laut. Machen wir das Ganze mal ein bisschen so, dass es auf dem Stream nicht so unglaublich laut ist. Ja, ungefähr auf die Richtung, ja. Genau, die besten 100, nein, nicht die besten 100 Games, die waren alle relativ gut, aber nein. Es geht hier um die letzten 100 In-House-Games zwischen Schönes Ding und Schönes Ding. Unsere Community hier. Und da wurden gewotet 3 Games, Bronze, Silber, Gold. Das hier ist das Bronze-Spiel, also das drittbeste Game, was gewotet wurde in den letzten 100 Spielen. Spiel Nummer 67. Und damit fangen wir an. Das liegt nicht daran, dass ich die Replays... doch. Ich hab's das falsche Replay, dementsprechend geht's jetzt los mit Game Nummer 3, danach folgt Game Nummer 2 und Game Nummer 1 so. Nicht unbedingt heute, aber in Folge auf dem YouTube-Kanal. Let's begin. Wir haben dieses Mal Xardas dabei, der vielleicht YouTube-Leuten oder Stream-Guckenden noch nicht so bekannt sein sollte. Aber auch jemand, der öfters mal mitspielt, ansonsten alte Bekannte. Und der Mehrzahl der Viewer, die aus dem SD-Spektrum kommen, werden das wahrscheinlich alle kennen. So, die Picks und Bands beschreibe ich mir wieder, weil, wie gesagt, alles dasselbe. Bei der letzten wird sich da nicht viel geändert haben. Wir schauen mal, wie die Action losgeht. AA, Underlord, Death Prophet, Jakiro, Zen, Zeus, Zen King. Ja, nicht so viel Besonderes und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Sobald der Sound wieder da ist. So, der Sound ist wieder da. Machen wir einmal das hier. Und einmal dies hier. So, schauen wir mal. Somit auf der Radiant-Seite mit Zeus, AA, Underlord, Luna und Sand King. Ein sehr mobiles Lineup, relativ global mit AA, Zeus und auch dem Luna Argalems Ulti vielleicht. Aber auf jeden Fall mit Underlord sehr mobil. Könnte tatsächlich sogar das Luna-Ulti mit dem Underlord natürlich reinkommen lassen. Beide Teams smoken hier einmal genau denselben genannten Wraparound und beide Teams finden hier nichts. Auf der Dire-Seite haben wir auch ein bisschen Teamfight, aber ein bisschen mehr Midgame-orientiert mit Centaur und Death Prophet. Auch auf jeden Fall Pushing-related, Venomancer, Jakiro, Death Prophet, Pushing-Helden. Aber halt auch mit dem Centaur-Setup sehr viel Escape, wo... Ja, ich meine, ein bisschen Stunts sind durchaus auf der Seite von Radiant vorhanden, aber auch nicht so viele. Von daher kann man da mit dem Centaur Ulti durchaus einige Saves machen. Und ja, gute Initiation, wenn sie mal gefunden werden, sieht es natürlich bei Radiant auch ein bisschen schwierig aus. Counter Initiation ist durch den Sand King vorhanden. Venom Wards machen es aber auch schwierig, den perfekten Setup da zu finden. Na, mal schauen, was hier Akul auf dem Sand King, wie es scheint in der Mitte. Mitte Sand King. Spannende Sache, wie das hier laufen wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Death Prophet in der Mitte. Ja, hier nichts Besonderes. Die Wards sind gestellt, auf der Seite von Dire. Ach nein, Quatsch. Akul wird natürlich supporten und Ronizzle in die Mitte lassen. Ja, gut. Nur weil jemand in der Mitte ist, im Gegensatz zu den Bots, die natürlich dann direkt die Lane wechseln. Genau. Caster, genauso stupid wie Bots, confirmed. Also dann schauen wir uns mal, wie die Lanes laufen. Wir haben eine sehr frühe Rotation von Proud Atom. Der halt auch versuchen wird, ein bisschen den Zeus zu ärgern. Aber mehr als Harass wird er nicht tun können. Und der Zeus wird natürlich auch nicht so nah an der Creep dran stehen, dass sich da was ergibt. Auf der Top-Lane allerdeings ist natürlich hier die Undying frühe Action. Mal schauen. Geht tatsächlich down vor dem zweiten Decay, was vielleicht ein bisschen was geändert hatte. Aber da nicht schnell genug unterwegs gewesen. Nicht ein bisschen zu safe gespielt, bevor er dann wirklich Killing Potential hatte. Aber auch eine sehr scary Lane auf der Top-Lane. Nächste Action auf Center Warrun. Ein bisschen was, aber so kriegen wir den Stun raus. Haben ein bisschen die... Mit dem Cold Feed natürlich fehlt so ein bisschen das Potenzial, hier wirklich viel zu machen. Weil natürlich nach dem Stun kann man relativ einfach mit wegkommen. Stufe 2 wird da interessant werden. Gerade mit Chilling Touch auf der AA. Wird spannend, aber auch eine Trilane jetzt auf der Top Lane. Also even. Bottom Lane
Venomancer gegen Underlord. Da muss man schauen. Relativ even Lineup. Aber Venomancer, ja, haben beide Harris-Potenzial auf jeden Fall. Für Toplane wird eher die Action sein. Dann haben wir tatsächlich den Coldfeed, der rausgeht. Mal schauen, ob Alkul oder Xerxes als erstes hier down geht. Ah, der Centaur geht down, aber auch der Sand King muss mit dem Leben bezahlen. Kinderhörst hier sehr low. Undying ist da natürlich da. Und noch ein Hit von Proud Atom. Wird ihn bekommen hier. Dreht sich um. Hat auch gemerkt, okay, ich bin low Movement Speed. Ich gehe sowieso down. I don't care. Und dafür kriegt immerhin der Carry 2 Bounty Runen. Ist ja schon mal was. Und rotieren. Hab ich auch gesehen. Aggressive Try müssen wir nicht machen. Wirklich tun. Funktioniert nicht. Let's go bottom. Elmo muss sich dann demnächst mal wieder hochgehen. Oh, hat hier das erste Lift. Wir wollen versuchen, Gold zu bekommen, aber Alkohol kommt nicht ganz dran. Haben den Tombstone letztlich gefunden. Können hier direkt den Tombstone snacken. Stun auf 2. Schön gemacht. Versuchen hier zu disengagen. Das Pit zieht noch einmal kurz durch. Aber haben wir jetzt hier die Trilane. Mal schauen. Elmo wird jetzt nach oben rotieren. Oder vielleicht versucht noch irgendwas mit. Na gut, muss ja auch erstmal das Mana haben für das DB. Derweil Ancient Abrition zieht natürlich ein bisschen die XP. Solange bis der andere nach Top kommt. Was jetzt gerade passiert. Bounty Rune auch wieder Radiant. Gut voraus dabei. Erstmal Dual Lanes. Das TP ist auf Cooldown tatsächlich. Vielleicht wurde es sogar abgebrochen auf der Top Lane. Das habe ich nicht gesehen. So, man auf jeden Fall. Ancient Abrition braucht noch eine Weile hier, bis die vorne sind. Encoding overloaded. Das ist meine CPU natürlich. Ist es Game 29? Okay, keine Ahnung. Ich habe Luca gefragt, gib mir das Best of Game. Ich hatte gedacht, dass es Game 67 ist. Weil, keine Ahnung, was für diese Farben bedeuten. Gold, Silber, Bronze sind für mich keine Metriken. Zumindest war ich da zu viel Informatiker, um da dieses System zu verstehen. In der nächsten Tabelle, wo man 1, 2, 3 dazu schreiben könnte. Aber anscheinend hat Akku nicht gefällt und hat mir das richtige Game gegeben. Von daher doch Game 29. Als the best of the best. Und schauen wir mal. Bislang ist es doch schon ein bisschen Action. Ja, ich werde nachher dazu schreiben, welches Game es ist. Von daher sage ich einfach nicht, welches Game es ist. Es ist ein ziemlich gutes Game. Und am Ende sage ich, ja, ich habe es immer gewusst, dass es dieses Game sein wird. Mit dieser Game-ID, die man gesehen hat. Auf dem Stream. Naja. Somit. Weiter geht's hier. Harris auf der Bottom Lane. Luna wird geharrissed. Die Supports sind jetzt tatsächlich auch weiter oben. Von daher Luna erstmal allein gelassen. Versuchen hier oben ein bisschen Action zu machen. Und vielleicht wieder eine Rotation zu machen. Mal schauen. Der Go kommt hier nicht ganz rein. Sie versuchen den Go zu machen, aber Xerxes ist natürlich viel zu defensiv. Ja, und da ist Kinderhaus vorne. Hat tatsächlich Ice Vortex gemacht. Aber gut, das haben wir auch gesehen hier. Trilane machen wir vielleicht doch nicht. Keine Aggressive Trilane, deshalb brauchen wir keinen Chilling Touch gemixt. What? Einfach den Solo-Kill. Das geht nicht. Ein Caster verpasst nichts. So, wenn man Nizzle weit vorne ist, dann kommt Fox rein. Und dann, was passiert jetzt? Zack, einmal geslowt. Okay, einfach ganz normal als Death Prophet gekillt. Zack, nächsten. Und weiter, nächsten und weiter. Einfach killen, ne? Ja, gut, wenn es so einfach geht, dann geht es so einfach. Und das ist nur eine Double Damage Rune. Slow Clap. Aber schön gemacht. Vor uns geldfähig. Ich einfach gesehen, ich habe Killing Potential. Ich habe meine Life Leeches und das passt schon. Toplane wird immer noch gesehen. Könnten hier durchaus halt mit Cold Feed was machen. Aber dafür muss halt alles sitzen. Auch mit dem Bit of Malice. Derweil auf der Bottom Lane. Dann natürlich auch einfach die Luna runtergerannt. Auf demselben Grund. Schauen wir jetzt mal, ob jetzt endlich was passiert. Damit ich nicht die Kills, wo ich eigentlich drauf gucke. Hier Cold Feed ist ein bisschen früh. Ja, okay. Pit of Malice ist da, zieht es, aber natürlich die DPS Reaction kommt rein, schön reagiert, von daher hier direkt zurückgezogen, von daher es ist ein Carry gegen ein, kein Carry. Rotations geforced, mehr auch nicht, Rotations gehen jetzt sogar oft Radiant, von daher beides Rotations quasi geforced, aber Radiant hat den Carry verloren. Und natürlich, es ist ein Carry, der wesentlich mehr Farm braucht als hier so ein Centaur. Moment, natürlich der Blink auf Centaur vielleicht ein bisschen wichtiger ist, also ein bisschen Farm auf Luna. Midgame versus Late-Game orientiert. Aber so ist es.
Bam, bam, bam. Ein Scouting-Ulti, um vielleicht ein bisschen auf der Bottomlane Action zu machen. Kolfig ist da. Der Damage kommt nicht da. Oh, schöner hier vom Foxer hier. Aber reicht nicht ganz, um rauszukommen. Will auch nicht mehr turnen. Hat es einfach gezogen. Ja, natürlich 2 gegen 3 mit der Rotation. Schön gemacht. Kinder aus, muss ein bisschen aufpassen mit den Creeps. Aber das passt schon. Radiant's Middle Tower is under attack. Wie gehen. Hoppala, was ist genau hier los? Uiuiuiuiuiui. DSVR, großes Leck. Jo mai. Na gut. Tut mein PC nicht oft, aber im Zweifel ist es Windows. Was sagt meine Auslastung? 80%. Ja, ich spiele nur Dota. Ja, so neu ist der PC auch nicht mehr. Coding-PC ist ein bisschen überlastet, das sagt zumindest mein OBS. Allerdings sollte das schon passen. CPU 80%, aber es tut ja auch nichts anderes. Hm. Ja, wenn man nichts hört. Ich versuche ein bisschen nebenbei ein bisschen auf den Twitch-Chat zu gucken. Allerdings, ja, Carsten, wir müssen auf drei Bildschirme gucken, ist auch ein bisschen viel. Schauen wir, wie es sich entwickelt, wenn irgendwas ist. Keine Ahnung. Schreibt mir eine WhatsApp. Okay. Weiter geht's. Wir haben 7 Minuten. Schauen wir mal, Last Hits. Der Redemancer natürlich gut am Farmen. Und da wird der nächste Go gemacht. Einfach gedived, können sie nichts gegen tun. Das TP kommt jetzt rein vom Overlord, aber ein bisschen zu spät. Stick Charges, ja, kommt's weg. Na, das ist natürlich dir. Es läuft einfach ein bisschen zu viel. Foxer, die Zombies werden hier Kinderhaus killen. Zack, nächster Kill. Killings, Prefill Foxer und der weitere Versuch hier, Underlord. Oh, ein bisschen viel zu viel da. Committed da, gesloten, nicht ganz ready, aber da ist natürlich wieder das. Die ganzen Scouting Wards, die natürlich da einfach macht. Oh, jetzt wird tatsächlich noch versucht rauszukommen, aber nichts machbar. Viel zu lange Cooldown. Bisschen zu spät gemacht. Hier von Elmo und kein Go möglich. Dire am Pushen. Hart am Pushen. Und auf der Seite von Radiant sieht es ein bisschen bitter aus. Mal schauen, mit was sie da comebacken wollen. Und natürlich, vielleicht müssen wir es mit Zeus machen. Wollen versuchen, vielleicht. Ja, die Luna. Ja, Treads ist auch nicht so viel zu machen. Der Blink auf Sand King ist noch sehr weit entfernt. Underlord. Immerhin die Mana Boots sehr weit. Könnte hier vielleicht ein bisschen Action machen. Aber das ist auf jeden Fall der Gameplan von Radiant. Ein bisschen Farm bekommen und nicht zu weit zurückfallen. In Sachen Last Hits und Denies sieht es natürlich relativ even aus. Hier versucht mal Luca ein bisschen ranzukommen. Aber Center ist jetzt da. Der Turn kommt vorbei. Es geht Fisch. Nächste Life Leech. Nächste Life Leech. Double Light Leech. Aber es war nur der. Versucht er wieder rauszukommen. Von daher nicht zu viel zu machen. Foxer wird jetzt die Low. Oh, Triple K. Das ist einiges an Stärke, die ein bisschen dazukommt. Und somit ein Ulti genommen. Tombstone gesetzt. Aber rausgekommen. Der Disengage erfolgreich. Und nicht mehr. Prodded ein bisschen tief hier. Wurde sich jetzt gefunden und wird von drei Leuten gechased. Das wird nix. Und da der Icewatch Level 2 zahlt sich aus. Zack, geholt. Zack, Kill. In dem Falle für Kinderhaus. Aber an der Killing Spree geht hier an Radiant. Wichtiges Gold und wichtiges P. Die Radiant auf jeden Fall brauchen, um zurück in dieses Spiel zu kommen. Dann schauen wir mal, wir haben den Networth. Der Networth ist natürlich da ja noch weiter vorne, aber das könnte sich jetzt hier ändern. Mal schauen, Gank auf der Top-Lane von Radiant, versuchen hier reinzukommen. Daya ist natürlich prepared, wir wollten selber ganken, aber Luca muss jetzt versuchen, was zu finden. Eins ist dann, war nicht so viel, aber muss mal schauen hier. Sandstorm, zack, Zeus und die holt sich nicht ganz den Last Hit, aber holt sich erstmal den Kill. Wie sieht's aus? Stick Charges sind noch da. Akku muss hier gucken, was da rauskommt. Der nächste Stun. Bam! Down! Foxer down! Nächster Killing Spree geht an Radiant. Und er kommt tatsächlich noch ein Rift rein. Zack, es ist da. Oh, Double Pit of Malice. So kann das auch gehen. Zwei Center Ulti, um rauszukommen. Und natürlich auch das Ulti, was hier Radiant forst, ein bisschen zurückzugehen. Stick Charges sind da. Der Shrine leider nicht. Von daher hier erstmal nix. Und somit schöner Disengage. Zwei Kills geholt für Radiant. Fast noch ein bisschen mehr. Aber jetzt schauen erstmal da ja, um vielleicht diesen Tower zu holen. Ultis sind erstmal raus. Center Ultis nicht so lange Cooldown wie der Rest des Ganzen. Eclipse ist ready, aber natürlich sehr wenig Leben hier für Radiant. Trotzdem Scared Fish läuft jetzt hier einfach wieder rein. Wird gepunished, aber
hat den Kill bekommen. Trotzdem sollte das für, ja, für Radiant definitiv besser sein. Einfach weil die so weit vorne raus sind. Action links, Action middle. Action nicht ganz rechts. Auf jeden Fall Action, Action, Action. So soll es sein. 7 zu 8 steht es. Es ist even und der Goldausgleich. Man sieht es hier oben schon. Sehr even. Da ist noch alles drin, aber es ist ja nicht, nicht zuletzt ein gutes Game hier. Zack, Epicenter auf der Bottomlane, Crowd Atom wird hier low gehen, versucht rauszupillen, ist keine Chance. Schön gemacht von Akul hier reinzukommen. Wird tatsächlich als erstes Item erstmal auf den Drums gehen. Ein bisschen was fürs Team gut tun, ein bisschen Auren gehen. Urn ist schon da und danach kommt der Blinkdagger erst. Wird noch ein bisschen dauern für den Initiation bzw. Counter-Initiation von SD, aber mit dem Rift und mit dem Zeus, hier sind sie da doch durchaus gut teamfähig. Wie sieht es mit dem Blinkdagger aus vom Centaur? Ha, auch noch weit verrückt, weil er halt auch noch vorher auf ein paar Value-Items geht. Von daher noch keine Blinkdagger-Action in Sicht. Elmo wird versucht, jetzt wird hier gegoat, zack, Rift ist raus, wird versucht, Spinner D könnte jetzt hier, zack, anfangen mit der Eclipse, zack, 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 Salas geht down, kriegt noch viel raus, aber Stick Charges too strong, Fox wird jetzt wahrscheinlich auch noch hier down gehen, wird geholt. Von Spinner, zack, geht hier down. Tombstone geht auch an Spinner. Viel vom Carry. Und Skatfish versucht hier von hinten ranzukommen, versucht hier auszuräumen. Zack, kommt hier raus, kriegt nicht mal was raus, aber zu tief. Drei Supports kommen hier rein von SD. Und werden wahrscheinlich, dass er hier rauskommt. Nächster Stun in 4, 3, 2, 1. Nächster Stun ist ready. Nächster Follow-up. Beam ist da und zack, Skatfish geht auch down. Dominating für die Luna, die damit definitiv zurück im Game ist. Somit 1k auf jeden Fall wieder auf Radiant Seite vorhanden und das Game ist wieder even. Ja, nicht ganz, die Networks sprechen noch eine andere Sprache, aber auf jeden Fall hier die beiden anderen. Also nicht so krass einzeln verteilt hier wie auf der Seite von Dire. Cloud Titan droht hier wieder down zu gehen, aber der Support kommt hier rein, der EOT trifft auch. Das Ulti wird rausgesucht, Akul kommt tatsächlich davon weg und somit auch Foxer geht hier down, Zeus Ulti noch auf Cooldown. Das wäre definitiv der richtige Zeitpunkt gewesen, um Zeus Ulti nachzuspammen. Aber somit 0 zu 0. Kein Gank. Aber daher wollte es mal versuchen. TV kommt rein. Schöner Setup mit dem Ice Path, aber halt sehr wenig Control auf der Seite von SD. Ice Path und den Centaurs dann, der auch bisher nur mit Blinkdagger geht. Da ist vom Draft her auf jeden Fall von den Initiation. Ja, schwierig das zu machen, gerade wenn so ein Pit da reinkommt und erstmal das gesamte Team einfach, das restliche Team, was den Follow-up haben muss, einfach verhindert ranzukommen. Aber der bekannte Mid-Stand-Off, wir wissen nicht, da ist Akul, versucht ranzukommen, wird aber schwierig, Cent-Ulti dafür, versuchen den Counter-Initiate hier zu machen. Wie sieht es damit aus? Akul kriegt den Damage rein, versucht hier rauszukommen. Ah, aber kriegt es nicht mehr hin, wollte noch ein bisschen zu viel. Hätte vielleicht sogar noch rausgekommen, wenn er hier Highcloud gegangen wäre. Elmo versucht wieder rauszukommen. Auf der anderen Seite geht aber down auf der Bottomlane. Sind sie noch im Fighten hier, Kinderhaus? Hat die Cold Feed gemacht, um Proud Anthem abzuhalten. Und daher 2 zu 1. Akul wurde gefunden und Pitlord war in der falschen Situation. Von daher kriegen sie ja doch was. Meanwhile Exorcism in der Mitte. Hatten hier down genommen, ist noch ein bisschen Weile, von daher kann man noch ein bisschen Action mit hier 2 Tower machen. Wird hier auch fortified. Und wird aber nicht so viel Action sein. Auf der anderen Seite, oh, Spinnert wurde hier alleine gefunden. Hat tatsächlich die Action bei Alcaramba, hat sich hier versteckt, aber ja, das wird gegen die Newshits ein bisschen schwierig sein, ne? Aber Luca findet ihn dann, hallo? Ah, findet ihn, oder auch nicht? Oh, 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 es findet ihn tatsächlich nicht. Keine Uncharges mehr, kommt nicht ran. Alcaramba kommt weg. Na, kein Missplay, weil konnten sie nicht wissen, aber oh, ein Missplay hier von dem Venomancer, der sich zum Glück nicht ausgezahlt hat. Würde ihr gerne noch rankommen, aber ohne Uncharges ist es auf jeden Fall nicht drin. Dived deep. Aber nichts zu machen. Auf deiner Seite, Foxer versucht ihn hier abzufangen, aber natürlich keine Control hier möglich. Kriegt nur gerade noch eine Bounty-Rune für die Troubles. Ist fast bei der Drum und wird danach auf Blink gehen. Apropos Blink, wie sieht's aus? 1800 auf der Seite von Centaur. Und ja. Das war's erstmal. Bottomlane, wieder 3. Wieder die Slow-Action-Versuch. Mal schauen, ob Akul früh genug gemerkt, dass er hier gegrowt wird tatsächlich. Ja, wird es
merkt es und kommt erstmal mit den Worts. Alleine dürfte nicht genug sein. Jetzt erstmal agreed. Ja, oh, hier sieht man definitiv die 8K im Play. Ausweichen versuchen. Kommt genau rein. Schön gemacht, aber kein Follow-up möglich. Da wäre definitiv ein Follow-up mit einem Epi drin gewesen, um Double Kill zu bekommen. Aber ein bisschen. Weiß ich nicht sicher, ob er hier warten sollte oder nicht. Aber halt. Schöner Eisblast an die richtige Stelle. Schon mal so ein paar Trainingsschüsse, ne? Um sich einzuschießen. So braucht man das natürlich. Top-Lane. Wird hier einfach extra versucht, zu Action zu machen. Da kommt der Zeus mit dem Damage, der einfach viel zu viel ist. Kommt da nicht weg. Zack, down. Und wieder zurück. Wieder weg vom Blinkdagger. Der ja noch eine Weile down wird. T1 Tower für Radiant. Der erste Tower. Und der auch definitiv fallen wird. Keine Fortification wäre mal ab. Wurde hier vergessen. Und somit, schauen wir mal, wird das Ganze, ja, immer noch even sein. Sieht es auf jeden Fall aus. Gerade wenn T2 Tower hier in, ich sag so oft dieses Wort Bredouille, kann das sein? Auf jeden Fall im Angriff ist. Die Frage, was man da für Worte benutzt. Aber erstmal Zeus Action. Nizzle hier mit dem Veil, richtig viel Action, aber Ermo kam nicht rechtzeitig hin, um den Pit ranzuholen und den zweiten Lightning Bolt zu ermöglichen. Anderes Wort für Bredouille ist eine gute Frage, ne? Tower ist in Gefahr, ist eigentlich das, was ich sagen will. Aber ne, halt nicht in Gefahr, weil er schon gegoat wird. Egal, apropos Gefahr und apropos gegoat wird, Protetum wird hier genommen, Jakiros. Low kommt Ronizzle dran für den Bolt, er kommt nicht ganz ran, der ist in der richtigen Fläche, go, zack, Zeus Ulti, immer noch nicht down, jetzt kommt dort das Exorcism rein, viel Damage, Kinahaus schmilzt, und Akul schmilzt auch, kommt hier nicht raus, kann natürlich ein bisschen Invis werden, aber wird auch noch nicht down, weil der Heal einfach durchgeht, Elmo ist in Gefahr, vorher down zu gehen, jetzt Ronizzle alleine in allen Orten, Exorcism zieht durch, Double Kill, Triple Kill für den Exorcism, und wenn man ehrlich ist, der Ultra Kill, der definitiv hier das Exorcism alles reingehaut hat. Guckt euch den Damage an. 5000 Damage. 3800 nur vom Exorcism, basically. Und von einem Crypt Swarm und ein bisschen Spirit Siphon. Aber 3800 Damage von der Death Prophet. 18 Minuten drin. Von daher, ne, wenn man mal guckt hier. Leben, 1000, unter 1000, 1000, 1000. Ja, es sind schon vier Helden quasi mit dem vollen XP, der die Death Prophet drangenommen hat. Not bad. Oh, 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 Akul. Er sagt dich irgendwas mit 8K. Dab, 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 dab. Aber das passiert. Okay, Spinner auf der anderen Seite kommt aber raus. Von daher hier auf beiden Seiten hier die Escapes. Und Blinkdagger auf Center fertig. Müssen wir mal gucken. Death Prophet Yule Center könnte hier spannend werden. Aber erstmal wird hier noch eine Pipe gebaut. Klar gegen den Zeus. Das ist ein sinnvolles Item zu haben. Aber hier auch ein Yule ist gegen diese ganzen TPs definitiv eine sinnvolle Sache. 16 zu 15. Und immer noch ist es even. Man sieht schon, warum das hier ein spannendes Spiel ist. Kein Durchkommen. Die Dire-Seite wird hier den nächsten Push versuchen auf den Top-Tower. Weil sie halt auch sehen, okay, wir haben ihn gefightet. Epicenter ist unten down. Da wollen wir was machen. Auch gerade ohne Blinkdagger ist Epicenter wesentlich unscariger, als es doch eigentlich jetzt im Offlane auf dem Offlane Sand King ist, der jetzt ungefähr schon haben sollte. Center kommt hier rein. Blink versucht, wird gemacht. Go auf den Zeus. Als erstes versuchen wir uns ein schöner Silence hier drauf. Aber Damage ist schon einiges da. Kinderhaus wird jetzt hier auf jeden Fall im Exorcism down gehen. Ronnisse wird auch auf den Exorcism down gehen. Elmo wird versuchen wegzukommen. Kommt hier weg. Bis ich helfen. Sehr slow. Von dem Venometzer einfach zack. Ja, das Exorcism reißt hier hin und geht durch wie durch Butter. Und diesen Tower. Hat er das Exorcism gemacht? Nein, hat er nicht. Es sah nur so aus, weil diese. Der Sound-Cue von der Spirit Siphon hört sich immer so ein bisschen an wie das Exorcism. Für mich, von daher geht wie durch Butter der Spirit Siphon tatsächlich einfach diese Slows gehen durch. Und jetzt kommt das Exorcism, jetzt kommt auf den T3 Tower. Zack, zu 5 stehen sie auf einmal oben gegen 3. Das ist nicht so viel zu machbar. Eclipse ist da. Ja, Epicenter 15 Sekunden. In der Zeit wird aber auf jeden Fall der Tower schon da sein. Bats, Eisblast auf 3, so wie es aussieht. Action kommt nicht da. Gestunt mitten in allen drin. Eisblast kommt hier drauf. Mitten im Exorcism natürlich. Jetzt zieht das Exorcism da durch. Sie werden langsam low, aber noch nicht, vielleicht noch nicht low genug. Tower geht jetzt langsam down. Buyback von dem Sand King. Immer noch ohne Blink. Immer noch ein bisschen da. Holy shit, Xerx. Ah, das mit hier den Action.
Zack, Zeus Ulti sorgt dafür, dass ein bisschen laufen, aber sehr laufen. Radiant kommen hier trotzdem weg. Buyback vom Sand King. Eclipse zieht jetzt durch, das ist low genug. Ja, Scarefish geht down, zu tief drin. Wir sind am Doppelbe. Sechsfach Sweep down. Oh, die Blinde. Der Blinde, nicht ganz, doch der Blinde ist dann hier auf Broad Atom. Der auch schon stehen bleibt, weil er weiß, da kommt er definitiv durch. Radiant kommt ein bisschen zurück, nur den Tower bekommt tatsächlich. Waren hier sehr tief. Aber ein bisschen weniger, gerade dass die Death Prophet down gegangen ist, war nicht so wirklich geplant. Aber viele Buybacks geholt. Wir sehen hier ein Buyback. Und, na gut, ein Buyback erstmal. Viel geforst, schön gemacht. Langer Fight, aber auch wieder. Exorcism, schön viel Damage. Aber im Endeffekt hat sich langes rausgezogen, dass der Zeus halt auch ein bisschen Action machen konnte, dass die Glaives vielleicht ein bisschen bouncen konnten. Und somit, ne, relativ even, aber natürlich, Radiant hat da viel rausgeholt. Und halt hier, ja, ein Tower ist halt definitiv ein Vorteil, von daher, aber wenn man bedenkt hier, Networth, wir waren 3000, knapp unter 3000 vorne und hatten halt, haben jetzt drei Tower-Vorteile. Somit ist da der Radiant doch goldmäßig ein bisschen mehr gefarmt. Aber natürlich, Dire hat hier den Vorteil, dass sie einen Push-Lineup haben und das natürlich auch ausfahren und dementsprechend hier noch erstmal even kommen können. Trotzdem, sie haben ein Timing. Venomancer Late Game, weiß ich nicht, ob ich den gegen den Luna stellen will. Also weiß ich schon, nämlich nein. Mit dem BKB wird das Ganze übel sein, von daher müssen sie das Game irgendwann finishen. Luca juckt hier den Icebath, in the end nicht so richtig. Dann kommt rein, und ist versucht hier den Goat zu machen, versucht den Damage reinzuholen, aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen zu tief rein. Ja. Und ziehen sich jetzt zurück, Tier 2 auf der Seite von Radiant fällt dafür. Kriegen sie den die Rotation dafür hin. Sieht nicht so ganz aus. Nein, müssen hier zurück, müssen hier defenden, müssen hier den Setup machen vor allen Dingen. Sehr wichtig. Spinner versucht hier noch den Tower auf jeden Fall zu holen. Aber daher bereiten sich darauf vor, hochzugehen. Oder auch nicht. Tippen hier zurück. Versuchen vielleicht noch die Luna zu bekommen. Oder auch nicht. Okay. Kein Catch-Attempt. Wir haben gesehen, okay, die sind alle zurück, außer diese Luna. Wir versuchen zurück zu tippen, unseren Tower zu holen. Weil wir Bottom sowieso nichts bekommen. Ist eine interessante Entscheidung, aber mit der Luna hier hätte ich vielleicht versucht, ein bisschen schneller zu pushen. Und halt wirklich den Go zu machen. Wir haben auf der Top-Lane. Wie sieht es aus mit Zeus Ulti? Argen ist noch nicht ganz Freddy, sonst könnten wir hier einen Nightingale einfach mit der Sigil holen. Oder beziehungsweise mit dem Nimbus 2000. Ist fast eine Frozen Sigil, ne? Aber da bin ich sehr drauf gespannt. Gerade Richtung Global Nimbus AA Ulti und ja, wenn es dann nicht genug ist, dann noch ein Rift rein und noch ein Zeus Ulti. Dit wird juicy, würde ich mal sagen. Dann schauen wir weiter. So, XP ist jetzt, SD bzw. Radiant SD. Auf jeden Fall weiter vorne. Networth immer noch quasi even. Die Tower-Vorteile sind ja immer noch vorhanden. Keine T2, keine T2 Tower, sagte der Caster, während er die Kamera auf dem Tower hatte. Zwei T2 Tower Down für Radiant und keine T2 Tower Down hier. Roshan wurde gescannt, aber zu spät, um mit Exorcism da noch was zu machen dagegen. Iceblast kommt natürlich da rein. Muss man natürlich schauen, dass hier Xerathos vielleicht nicht der Fury Down geht. Aber mehr ist hier auch nicht machbar. Roshan geht damit auch an Dire, die definitiv die Objective Bonus Gold damit gemaxt haben. Und auch damit nach vorne sind, aber halt auch nicht in viel mehr. Lass mal schauen, ob sie das machen können. Oh, Epicenter kommt rein. Foxer wird hier, geht hier damit down. TP Rotation kommt. Damit wird Akul wahrscheinlich nicht klarkommen. Kommt hier raus, aber da ist der Poison-Sting drauf. Kein Entkommen hier für den Sand King. Ja. Und geht hier down. Kill für Kill. Aber definitiv der schlechtere Trade hier für Radiant. Na gut, was willst du machen, ne? Die Rotations waren drin, ein bisschen zu weit gegoat. Passiert. BKB als nächstes Item für Scarefish. Wir schauen uns mal die Items hier an.
Ja. Nein. Schauen Sie sich die Items an. Wir gehen sie einzeln durch, um sie zu ranzugucken. Was nicht daran, dass ich gerade vergessen habe, wie dieser Item-View, Item-View ging. Was war denn das hier nochmal? Was hier? Dann hast du irgendwelche Tasten. Items? Ei, ei, ei. Ach, hier oben, ne? Hast du XP-Grafen, Gold-Grafen und das sind... Warum ist das... Das ist ein Schild. Warum ist das Items? Okay, wie soll man sonst Items machen? Egal. Genau. Aber eigentlich will ich auch eher in die Stashes gucken. Von daher, schauen wir hier Spinner, genau, auf den ich gerade oben wollte. Macht hier, zieht seine Eclipse daraus, tippet hier raus. Kommt hier raus, BKB als nächstes Item ist fast fertig. Hurricane Pike, erstmal. Auf der anderen Seite wird mal wieder den Jakiro gefunden. Kein schönes Spiel für den. Er ist hier mittlerweile bei denen. 6 zu 6, aber immerhin 6 Kills auf den Jakiro. Not bad. Aber mit den Ticks kriegt man vielleicht mal eher ein Late, eher einen Lasted. Underlord, Mech ist fertig, Pipe ist fertig, Next Item wird hier ein Force-Surf sein. Rondizel mit dem Argonaut ist fertig, jetzt sehen wir ein bisschen Global Action, wie ich glaube ich auf der Top-Lane schon getan haben. Ah cool, Blinkdagger fertig, somit Radiant sind jetzt hier ready. Ich sehe keine großen Items, die noch fehlen. Tatsächlich ist es hier das Yule Scepter, was auf der Seite von der A gebaut wird. Kein Midas, kein Argonims. Definitiv eine eher fight-orientierte AA-Build, was vielleicht im Global-Setup ein bisschen konträr geht. Auf der Seite von daher, was haben wir? Wir haben einen Mecha fertig. Es geht auf Glimmercape zunächst zu dem Undying. Jakiro natürlich auch auf das Yule, Glimmercape auch schon fertig. Zwei Glimmercapes damit auf den beiden Supports. Schön defensiv. Gegen das Magic Damage von Radiant auf jeden Fall eine schöne Entscheidung. Minimancer ist BKB fertig, genau wie der Carry auf der Radiant-Seite. Der fertig ist, aber halt noch auf Buyback guckt. Sollte man defensiv haben. Blink Dagger und Forster fertig für den Centaur. Und als nächstes Item geht es hier auf BKB, was fast fertig ist, auf der Seite von Death Prophet. Schwein geht auf der Seite down. T1 Tower, endlich meine letzte T1 Tower für Dire fällt hier. Und daher bereiten sie sich darauf vor, vielleicht auch mal wieder in die Top-Lane reinzulaufen. Haben schon lange nicht mehr versucht. 10 Minuten ist es her. Let's do this. TP ist zurückkommen, TP ist zurückkommen. Luna TP't jetzt erst. Exorcism ist da. Versuchen halt ein bisschen Value zu bekommen. Hier erstmal die Range-Racks zu bekommen. Oh, schön von Xardas immer wieder den Sand King finden. Aber erstmal zurück. Jetzt kommt das Epicenter. Epicenter Blink kommt rein. Zack. Schöne gemacht. Epicenter rein. Kriegt noch das Ulti raus. Gehen ein bisschen hin und her, nicht vorwärts, nicht nachher, wollen doch noch ein bisschen fighten, Ultis sind gemacht, BKBs sind hier drin. Underlord geht down with Silence und mit der Spirit Siphon. Akku kommt hier nochmal weg. Ja, die Rex ist noch nicht down. Da ist die Aegis down und schön, die Eclipse geht hier, zack, Akrama kommt wieder raus. Rex sind down, jetzt versuchen sie natürlich rauszukommen. Oh, der Rift war wohl nicht ganz gewollt. Die Frage ist, kommt die Death Rift raus? Sie wollen auf jeden Fall, dass sie rauskommt, müssen versuchen da rauszukommen, haben auch kein Follow-up. Somit die Top-Racks auf der Seite von Radiant raus. Ups, der ging nach vorne hier. Ist das so gewollt? Will man das so? Upp, da ist Luca vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Das wäre auf jeden Fall ein guter Call gewesen, wenn allerdings das Team damit gemacht hätte. Von daher, ja, es wäre ein Call gewesen, der definitiv Sinn ergeben hatte. Aber halt, ja, als Team oder gar nicht. Ein bisschen Missplace hier von Radiant. Ein Buyback von Elmo war nötig. Und ja, da ist die Domination wieder. Von daher. 3 zu 3 plus Buyback Force plus Vex. Jetzt sind sie ein bisschen weiter voraus. sagte ich. Und nope, definitiv nicht. Haben jetzt zwar noch ein bisschen Gold zurückgeholt. 1k Gold vorne. Aber immerhin eine Rex. Trotzdem muss man auch dazu sagen, Radiant ist schon jetzt sehr gut im Deffen. Und wird auch gegen Megas deffen können. Je später es geht mit der Luna. Zeus fällt natürlich irgendwann ein bisschen später ab, das stimmt schon, aber sie können das Ding auf jeden Fall deffen. Und Radiant ist immer noch drinne im Spiel, 24 zu 23, dead even, awesome XP. Aber das wird natürlich auch langsam immer unrelevanter, 30 Minuten sagte ich. Und die ersten Leute fangen wahrscheinlich an, hier schon langsam Richtung Level 25 zu gehen. Na, Level 20 so ungefähr die Leute. Luna beginnt sich einen Arsch abzufarmen. Und Smoke of Radiant. Ja, ist aber sehr gut um hier. Oh, Epicenter tatsächlich. Mit Epicenter begonnen. Kommt hier direkt rein. Ein bisschen bitter. Direkt in das
in das BKB rein. Nicht so eine gute Sache. Jetzt kommt das BKB von Spinnert. Ist noch für Silence. Kommt hier erstmal noch nicht ganz raus, weil die Mask of Madness noch an ist. Versuchen hier ein bisschen zurückzukommen. Exorcism Star im BKB. Sag, wie sieht es aus? Foxer stiehlt sich hier alles. Elmo versucht mir wieder rauszukommen, aber ganz knapp. Und oh, das Jules! Broadhead, nein, es ist Scaredfish mit dem Jules gewesen. Wunderbar. Triple Kills kommen hier raus. 3 Kills und zack. Guckt euch dieser Go an. Direkt versucht das Exorcism noch ein bisschen Tower zu räumen. Buyback von Zeus. Schöner Go hier und bitter von SD, dass sie genau in den Smoke rangekommen sind. Haben auch ein bisschen den Surprise verkackt, ist das Problem. Weil Luca halt mit dem direkt angefangen hat, einfach das Epi zu zünden, anstatt dann erstmal den Stun rauszubekommen. Klar, nach dem Stun kriegst du kein Epi mehr raus, aber der Stun muss halt für die Reaction, um halt auch den ersten bürsten zu können, rauskommen. Nächste Fortification ist draußen. Kriegen sie den Tower. Werden versuchen, den Tower zu bekommen. Alcaramba zu durchzukommen. Ja, aber der Damage kommt langsam ran. Luca auch wieder blinkt, versucht hier rauszukommen. Xanas geht hier down. Jetzt müssten sie sich zurückziehen. Wird das der Zeitpunkt sein, wo SD wissen zu tief drin ist? Versuchen, die Mini-Rex zu bekommen. Aber das ist eine schlechte Idee mit dem A. Hier, zack, kommt rein. Alcaramba ist hier da. Kann aber immer noch BKB zünden. Foxer kommt hier definitiv nicht mehr raus. Proud Atom. Sie sind noch ein bisschen dran, aber meiner Meinung nach sollten sie jetzt definitiv weggehen. Denn dann passiert sowas und zack, nächste Kill, Jakiro. Scaredfish sollte jetzt definitiv abhauen. Da ist das nächste, Blink Forstaff ist da, Alcaramba kommt raus. Nächstes Versuch, Akul wieder am Chasen, aber dieses Mal kriegt er mit, das Team ist nicht hinter ihm. Dann muss ich zurückziehen. T3 Tower für 3 Kills. Es waren nicht die Carries, aber ob es das wert war. Waren hier teilweise sehr tief drin, während Leute irgendwelche Rex gefokust haben, also sie aber nicht wirklich down bekommen haben. Ah, da hätte man früher begehen können. Und sich den ganzen Kram sparen können. Aber gut. Schwierige Disengage. Aber. Whoops. The bait is real. Und einfach down. Zieht ihn hier einfach down. Und was auch immer die Death Prophet dennoch gesucht hatte. Wahrscheinlich, indem sie einfach versucht hat, diesen Schrein alleine zu holen. Na gut. Dominating Spreak geht hier down. 2000 Gold dafür. Insgesamt für diesen Throw auch hier unten. Würde ich schon als Throw klassifizieren. Könnt ihr anders sehen, aber... Nee. Radiant über den River. Das ist meine Ansicht hier. Muss mal schauen. Zack. Das sind die Action, die wir sehen wollen. Zack. Aber wieder... Whoop. Der Counter-Engage. Ich wollte schon sagen. Schönes Engage vom Ulti vom Cent, um zu disengagen, aber jetzt kommt der Counter in der Shade. Diesmal früh genug das gepult und zack, raus ist es. Aber Herz sieht es wieder aus. Rollen sie alleine. Akku kommt hier rein, versucht ein bisschen zu turnen. Aber ja, gut, der Glyphs ist nicht ready. Rollen ist ein bisschen zu tief, glaube ich, drin. Versucht noch rauszuholen, dass er rauskommt, weil er ja schon tot ist. Kann ich einsehen. Killing Spree geht jetzt hier auch down. Aber auch schön gesehen, dass sie einen Disengage gemacht haben. Luca. Hat den Kill bekommen. Wird dafür wahrscheinlich mit seinem Leben zu bezahlen. Definitiv mit seinem Leben bezahlen. Worth it? I don't think so. Aber hey, ein bisschen Action, ein bisschen in your face und ein bisschen die Plays auspacken. Muss man das auch tun. Und hey, ist lustig zu gucken, wenn ihr auch seht, dieses... Ich mag es an Spielern oder an Helden zu sehen, die... Und man hat auch sieht... Sie wissen, ab welchem Zeitpunkt Killing Potential ist. Das hätte ich gesehen, das hat keinen Sinn. Ja, ich habe Killing Potential drauf. Ich gehe halt mal rein. Vielleicht sieht es ein bisschen gespreadet, vielleicht kriege ich es noch. Aber ich weiß, dass ich mit dem Helden gerade Killing Potential auf Helden habe. Und das... Ja, das ist sexy zu sehen aus der Caster-Perspektive, definitiv. Aber auf jeden Fall der nächste Go. Exorcism wird gemacht, BKB drin, aber natürlich der Action... Der Damage von Spinnert ist hier ziemlich viel so langsam. Wie Luna ist mich zu schätzen, BKB ist kein einfache... Ich bin Unbesiegbarkeit mehr in dieser Stage of the Game. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Trotzdem Exorcism ist da, was machen sie jetzt? Versuchen sie ein bisschen reinzugehen. Center Ulti schön gemacht und jetzt direkt das Ulti vom Venomancer hinten dran. Versuchen hier zu bursten. Luna könnte hier down gehen. Oh, der Eispath. Der Eispath ist genau richtig, dass Alcaramba hier noch ein Pelz reinkommen kann und geht hier down. Elmo geht hier auch down. Buybacks kommen von der Luna. Akku, Luna, 2 Buybacks, Ancient Apparition. Jetzt müssen sie rausgehen. Haben sie 2 Buybacks geforst, müssen noch reingehen. Das Exorcism kommt zurück, damit wieder volle Leben. Können wir vielleicht noch ein bisschen chancen, wenn sie hier den Kill bekommen. Auf jeden Fall wäre das huge. Aber da kommt der Double Stun mit Epicenter und Ancient Apparition. Blast. Geht hier down. Foxer sehr low. Spinnert immer noch nicht down. Wird hier wahrscheinlich... Ja, mit dem Glimmercap vielleicht nicht. Doch, wird hier down gehen. Haben die Return Kills. 2 Kills sieht es bisher aus. 3 Kills. Da geht der Foxer noch down.
Power haben sie bekommen mit den Vein of Wards, aber zu welchem Preis, da muss man halt auch angucken. Dire sind voraus, aber nicht zu weit. Klar hätten sie das Buyback hier definitiv von Spinnert bekommen, hätten sie vielleicht das Game gewonnen, aber da sind sie mal wieder ein bisschen zu tief gedived, wie man auf Englisch so schön sagt. 8k Gold, mal schauen, ob sich das noch so bleibt. XP geht ein bisschen weiter runter, aber... Na gut, der Gold, das Gold bleibt. Sie kriegen Objectives, verlieren aber auch viele Helden dabei. Wie sieht es eigentlich mit Sachen aus wie... Na, das ging weit. Ancient Abrition wird hier tatsächlich nicht am Naganips gehen. Oder hat es schon fertig? Nein. Okay, das wäre sehr schön. Von daher sehr pure Ancient Abrition. Nicht so viel Global, wie ich eigentlich dachte. Packen sie nicht so oft aus. Natürlich hier im Gegenpushen mit dem Ancient Abrition Blast eine gute Entscheidung. Aber vor Funsies wäre es natürlich cooler, hier ein bisschen Global Action zu sehen. Muss mal schauen. Upp, Akku jetzt ein bisschen zu tief drin, oder? Nein, wird nicht gesehen. Der Action kommt rein. Center Ulti kommt da. Versuchen, um in die reinzukommen. Tombstone sieht natürlich auch, wie weit es ist. Und raus sind sie. Radiant ziehen sie zurück. Wollen hier aber auch nichts verlieren, denn wenn sie hier die Luna verlieren, ohne Buyback, glaube ich, würde das das Ende des Spiels sein. Naja, Radiant. Gucken jetzt, dass sie... Dire, gucken sie, ob sie Roshan bekommen, aber Radiant wollen es noch nicht ganz fallen lassen. Gucken hier langsam vorwärts. Aber natürlich ist auch nur Exorcism auf der Seite von Dire, der irgendein Damage macht. Von daher, Damage ist schon einiges. Zeus City kommt jetzt hier rein, versuchen wir. Machen sie das Eisbuff, schön gelegte Eisbuff. Auch schönes Makropire hier. Exorcism ist jetzt wieder ausgepackt. Epicenter kommt rein, macht viel Damage. In die Pipe natürlich rein, aber... Och, komm schon. Ist doch nicht feierlich hier. Na, immerhin, es ist keine Verzögerung. Weiter geht's direkt hier. Der Sand King kommt noch durch, aber Radiant beginnt so langsam Hausclean. Foxer hat die Aegis genommen? Nein, Alcarama snatcht die Aegis, weil Radiant doch noch den Roshan gesnatcht haben. Und jetzt schauen sie, ob sie hier rauskommen. Venomancer werden wichtig, hier zu entkommen. Und entkommt. Schönes Glimmercamp noch hier, um von dem Zeus wegzukommen. Klatsch. Irgendwie sieht das Ganze nicht so aus. Ich guck mal gerade, was das hier eigentlich ist. Was ist hier anders? Ist das hier irgendwas, was ich hier sehe? Ja, irgendwie nicht. Datenträger-Action war das. Ja, CPU. Ist auf einmal eingebrochen. Keine Ah, okay. Anscheinend irgendwas mit einer Festplatte. Ja. Weirdes Zeug. Okay. Egalo. Was auch immer, wenn es jetzt bei 2 bleibt, bin ich damit zufrieden. Und gucke später, was es ist. Interessanterweise ist jetzt auch das Encoding-Ding auf meinem Encoding-PC runtergegangen. Das gesagt hat, oh mein Gott, ich bin vollkommen belastet. Mit 100% CPU-Last. Die 100% CPU-Last ist jetzt immer noch da. Aber, ja. Na gut. Alles ein bisschen unterschiedlich. Weiter geht's. Wie sieht der Gameplan aus? Der Gameplan sieht aus, dass Radiant weiter immer sein werden. Jetzt hier mit dem Ulti jetzt tatsächlich versucht er Go zu machen. Holy shit, das war ein bisschen früh, ein bisschen enthusiastisch, von Foxy da reinzukommen. Wollen hier ein bisschen Action machen, wollen hier eigentlich die Luna bekommen, die aber immer noch das BKB immer noch turnen kann. BKB jetzt auch gemacht vom Center of Warren, der versucht da hinzukommen, aber die Luna weiß, sie kann jederzeit turnen mit dem Cheese. Ziehen ist ein bisschen weiter weg, ein bisschen zu nah dran. Oh, der Jakiro ist aber ein bisschen tief da drin, oder? Jetzt kommt Cold Feet und die andere Combo, zack und nope. Kommt hier raus. Wie sieht es auf der anderen Seite aus mit Luca? Sollte hier definitiv rauskommen. Und sollte away sein. Ja, ist away. So mit Fight Recap. Ja, Fox ist ein bisschen schnell reingegangen. Zack, instant in die Luft geflogen. Wollte vielleicht die Eclipse baiten. Also mit seinem Körper. Aber nicht machbar. Networth von Luna weiterhin außer Kontrolle, 20 zu 12. Definitiv 4 Spinner mit einem überragenden Carry-Play. Und auch die Dual-Carries da können nicht so viel gegen tun, weil eben es fehlt jetzt auch einfach Dire so langsam an dem Physical Damage. Es ist zwar Exorcism da, aber ohne Exorcism ist es da doch sehr schwierig, da reinzugehen. Und die Luna wird nicht unbedingt immer in der Mitte daneben stehen. Oh, der Go hier. Epicenter, Sand King, Triple Stun. Kommt hier rein. Wie sieht's aus? Ancient Abrasion Blast kommt rein. Bisschen zu spät in die BKBs. Zieht nicht so ganz, aber da ist der Physical Damage. Zack, zack, zack. Die Glaives bouncen. Da ist Action jetzt. Keine.
kein BKB mehr, aber da kommt das schöne Follow-ups dann. Venomancer down ohne BKB, natürlich easy machbar hier. Wieder die ganzen Lags, na gut. Weiterhin ist es, wie sieht's aus? Hier, zack, nächstes Stun, kommt hier ran. Wie viel ist noch machbar? Coldfeed ist draußen, mehr Stun ist aber nicht drin und kommt hier raus. Stun nicht nötig, Buyback vom Venomancer. Jetzt kommen die Buybacks auf der Seite von Dire. Jetzt sieht's ein bisschen schwierig aus. Das Blatt hat sich gewendet. Late Game ist Dire definitiv das stärkere Team, aber High Ground können sie immer noch nicht gehen. Trotzdem, das erste Mal Radiant mal wieder vorne im Networth, trotz einer Rex hinten und 5 Towern hinten. Plus einem Shrine. Na, beim Shrine bleibt es. Von daher nicht schlecht, wie hier Radiant auf jeden Fall definitiv mehr Gold haben. Aber es ist halt auch gepoolt, nur an einem Helden. Aber gegen den sie trotzdem sehr schwierig haben, irgendwas zu tun, wenn das BKB gerade da ist. Und der auch noch sehr gut gegen das eigene Team ist. Von daher muss man schauen. Hier, Luca. Scan ist wieder da. Nimbus ist da. Will er dahin zurückgehen? Ja, will er denn zurückgehen? Wie sieht's aus? Sand King findet hier... Ah, nichts. Da wussten sie ja. Hatten sie halt keine Vision. Daher ist es halt ein bisschen scary, hier mit der Vision reinzufighten. Jetzt unten drin ist es schwierig. Blink ist da. Stun kommt. Oh, Stun zu kurz. Stun zu kurz. Aber das sollte nichts... Kein Follow-up finden. Jetzt werde ich damit der Betrohne, aber so viel sollten sie auch nicht tun. Radiant scrammen, um hinzukommen. Dire groupen wieder auf. Dieses Mal wäre das Epicenter wieder da, um wieder wie eben hin zu goen. Schauen wir mal, Positioning vom Sand King. Auch wieder an der Seite. Oh, jetzt kommt das Ulti wieder. Luna wird versucht ranzugehen. Der Follow-up ist da. BKB kommt aber raus. Und Luna, die Glaives bounce, die Glaives bounce. Zack, der Tombstone ist down. Epicenter kommt hier auf eine einzelne Death Prophet. Das bringt nicht so viel. Exorcism ist da, jetzt versucht er Damage zu machen. BKB ist jetzt vorbei. Das Exorcism hat aber schon gepoppt. Auf der anderen Seite zu weit gechased. Jakiro geht hier rein. Oh, und da kommt direkt der Pitlord, kommt zurück direkt in die Mitte. Da wollen sie den Fight direkt weitermachen. Zack, kommt hier rein, kommt hier aber alleine nach. Und ein Pit auf 4. Wunderschöne Sache. Luna kommt hier rein, ziemlich viel Damage. Aber wenn die Glaives weiter bouncen, könnten sie weiter bouncen. Epicenter kommt. Ah, oh, das Exorcism kommt gleich zurück. Und dann ist natürlich die Death Prophet wieder voll. Müssen sich hier zurückziehen. Schön langer Teamfight hier. Glaives, bounce, bounce, bounce. Erstmal noch nichts zu machen. Ja, Death Prophet musste zurück sein. Buyback von Emo auf dem Underlord. Und Dire hält. Langer Teamfight, aber nicht viel verloren. Ein paar Supports und natürlich ein Underlord Afflehner. Wieder ein Buyback geforst. Aber auch immer noch. Radiant sind immer noch mit dem Networth vorne, beziehungsweise ist halt immer noch even. Haben noch nicht genug rausbekommen. Und haben halt auch die Fights. Man sieht es halt auch so. Man hat eigentlich das Exorcism und die Luna auf der einen Seite. Beide haben BKBs. Beide haben mit BKBs nicht so viel zu befürchten. Außer sich gegenseitig. Durch die Glaives und durch das Exorcism als Physical Damage. Von daher countern sich die Carries hier gerade gegenseitig. Aber es ist halt auch... Ja, das ganze Spiel ist um die Carries rum. Was halt auch sehr viel Spaß zuzugucken macht. Aber halt auch dafür zu führt, dass die Teamfights halt sehr... sehr weit rausgezogen werden, wenn sich die beiden Carries eben nicht gegenüberstehen, sondern sich gegenseitig rausziehen. Dann zieht sich das ein bisschen zusammen, kann man nicht alles gucken. Aber mal schauen, wie viel man mitbekommt. 23.000 Networth. Ah, Scouting-Ulti, kein Scouting-Ulti. Ah, dieses penetrante Emoji-Ding. Diese Mario-Bouncen. Ah. Aber nein. Lassen wir das. Höhere Levels sind jetzt so langsam da. Whoop, da wurde ein Smoke gesehen. Smoke, aber an der falschen Stelle. Level 25 pendelt sich langsam aus. XP sehr weit vorne bei SD, aber es zieht sich jetzt langsam runter, weil halt auch SD auf der Seite von Radiant einfach kein XP natürlich mehr ansammeln kann. Man hat den Smoke gesehen, also ein bisschen gegroupt hier. Gucken, ob wir das finden. Ronizzle am D-Warden hier. Schon einmal die ganze Karte am D-Warden. Smoke-Action, wie es hier ausschaut. Haben sie einen Smoke? Sie haben keinen Smoke. Kommt da der Smoke? Ja, da kommt der Smoke. 3 Smokes. Schauen wir mal, noch geguckt, wenn ein Ward ist. Ist keine Ward. Und da bin ich noch rein und direkt in den Smoke reingelaufen. Na, schauen wir mal an. Xerxes, Xalas hier Highground zu gehen. Zack, erste Hex ist draußen. Auf den Sand King tatsächlich. BKB ist draußen. Top, die Glaives bouncen, aber noch nicht ganz gut. Tombstone geht schon down auf der Bottom Lane. Wollen sie versuchen, den Zeus zu bekommen. Und Epicenter kommt zurück, versuchen zu turnen. Aber das geht natürlich. Das Exorcism rippt natürlich. Geralt holt hier den restlichen noch raus. Weiterhin Exorcism ist wieder dran. Zack, nächsten Kill. Haben aber immerhin auf der Top-Lane konnte die Luna nur den Centaur holen. Jetzt wieder
Ist dann rein. Oh, schöner Forstaff nach vorne. Wie sieht's aus? Der Wurf geht down! Ins Pit, der Forstaff. Auch ein Vierer. Eispuff kann da nicht viel helfen. Schöner Forstaff into Pit. Wunderschöne Plays hier von Radiant. Wieder Buybacks von Ancient Abrition. Aber halt dieser Kill auf Deathprof, das ist definitiv nötig. So haben sie jetzt sowieso Cooldown auf Exorcism, von daher vielleicht ist es nicht so wichtig, aber Radiant bereiten sich darauf vor, durch die Mitte zu gehen und vielleicht doch ein bisschen was zu finden. Oder zu fahren. Oder zumindest in die Mitte mitzunehmen. Wie sieht es bei Roche aus? 40 Sekunden bis Roche. Aber nicht so wirklich die Möglichkeit zu scouten, es sei denn, man holt sich diese Illusion-Rune, aber wird gerade nicht gesehen. Akul am Pushen. Aber auch Highground können sie nicht so viel machen alleine. Wollte ein bisschen was rausholen. Hex tatsächlich hier als Item der Wahl auf dem Sand King, als Next Item. Das ist tatsächlich super aggressiv. So, als ob die Leute hinter ihm stehen werden. Ja, wir vielleicht auch. Ja, gut, sind halt auch nur die beiden Supports, ne? Muss halt auch gucken, so viel ist es da nicht. Wirtige Gold muss halt gucken, dass er nicht. Dass sie nicht zu weit vorgehen als Dire. Versuchen hier rauszukommen. Ja. Forstaffs. Zack, weiter geht's. Und down auf den Sand King, der ein bisschen zu tief hier war. Tja, ein bisschen zu tief gegoat. Dire defended, aber der erste Tower ist down. Der erste T3 für Radiant. Sehr viel XP für diesen einen Sand King. Space. Exactly. So, und ja, der Domino-Effekt. Ne, nicht der Domino-Effekt, der hier, Gummi-Effekt. Gummiband-Effekt. Zwar nicht wie in diesem Patch mit diesem Gummiband von Networth, sondern einfach, hey, ihr seid bei uns reingelaufen, wir raufen jetzt bei euch rein, denn Exorcism ist wieder ab. Und hinlaufen, Exorcism anmachen, reinwerfen, sterben und dann geht's wieder zurück. Und dann geht's wieder auf und dann geht's wieder zurück. Der Gummiband-Effekt, genau. Gummiband war es, wie es genannt wurde auch. Epicenter sollte mal langsam sein WKW poppen. Ist gepoppt. Schöne Pits hier auf jeden Fall. Epicenter kommt rein. Ah, nicht ganz ready. Und zack, ins Epicenter rein. Wird gepoppt. Wie sieht's aus? Jetzt hier Luna direkt drin. Der Damage, der physische Damage ist nicht wirklich da. Die Glaives bounce, die rippen die Supports. Center aus wieder down. Jakiro lebt noch. Und oh, Luna wird low. Hex kommt tatsächlich raus. Und zack, geht down hier. Sie leben noch alle, aber jetzt auch... Die nächste Sache ist es da und... Ah, Death Prophet lebt nicht mehr so lange. Exorcism geht aber immer noch weiter. Kann den nächsten Kill noch holen und sich hier befallen. Doppel Tombstone ist hier da und Emo kommt dieses Mal noch gerade so raus, aber der Return kommt und da ist es mal wieder soweit. Sowohl der Lag, aber auch... Nein, Dota. Oh, ganz knapp. Okay, und wieder geht mit dem Exorcism die Death Prophet down. Was genau ist das hier? Ist das ein TP? Nein, die sind alle tot. Wohin gehen die? Was? Ja. Balanced Game, aber hey, es sind Recordings, irgendwelche Lags, irgendwelcher Shit halt einfach. Von daher ist es halt auch Dota. Na, ja, Luca voraus. Wird er immer gestunt, aber sollte nicht viel passieren. Die Forstaffs sind natürlich da. Trotzdem, die Bounces sind da. Luna wird natürlich jetzt hier rippen. Die ersten Buybacks sind geforst. Exorcism ist noch auf Cooldown. 60 Sekunden, da werden versuchen, Radiant so viel wie möglich zu machen. T2 Tower nun auch geholt. Noch ein Outer Tower remaining für Dire. Die jetzt definitiv in der Defensive sind. 7k Gold vorne. Aber halt einfach diese Luna, 27.000 Net Worth. Das ist einiges, aber auch die ist nicht unkillable. Gerade hier, wenn die Hexes rauskommen, ist da doch definitiv viel machbar. Da muss man einfach schauen. Trotzdem, die BKB ist auch jetzt auf der Seite von Radiant auf 5 runter. Der Centaur vielleicht noch, hat noch einen 6er. Da wird so langsam wieder für Zeus Sachen interessant und auch die Kontrolle sind hier auch sehr wichtig. Wir sehen halt einen Hex einfach mal auf der Death Prophet. Wir sehen Hex auf dem Sand King, dann ist er fertig. Ja, ist auch bald fertig. Und dann sehen wir hier die Hexes, die definitiv gegen die Carries sehr interessant werden könnten. Wenn man jetzt mal schaut in Richtung im Exorcism stehen oder in den Glaives drin stehen. Oder halt auch immer in der Clips. Da ist ja auch ein bisschen was. Epic Music for Epic Game.
Und wir sehen einen Smoke auf der Seite, von daher in der eigenen Base gestartet. Und zur gegnerischen Base. Nein, sie wollen jetzt erstmal den letzten Schrein anscheinend holen. Man sieht es auch schon, wie weit das Game gekommen ist. Daya muss smoken, um zum Schrein zu kommen. Na gut, sie sehen jetzt, dass die beiden zumindest hochgehen. Wie lange hält der Smoke noch? Wollen sie da wirklich hochgehen? Ja, wollen sie nicht hochgehen. Das ist eine weise Entscheidung. Zack, zack. Dieser Ward ist ein bisschen knapp. Er hätte auch keinen Ward gesehen, der da oben ist. Aber gut. Schrein ist down. Hier könnte man vielleicht sehen, dass Radiant jetzt den nächsten Schrein holt, aber erstmal ist es Roche. Schauen, wer die Aegis bekommt. Wahrscheinlich Skinnert. Aber halt auch mit dem Satanic und dem BKB ist es vielleicht sogar schon tanky genug, um da die Aegis mit anderen zu geben. Nope. Es ist Refresher-Schatte. Sollte der Zeus jetzt holen. Oder sollte ihm gegeben werden. Aber erstmal ist es beim Sand King. Doppel-Epi. Naja. Illusions pushen natürlich auch schon ganz gut. Viel Damage auch auf die T3 Tower. Das kann sich natürlich mit der Zeit auch auszahlen. Gerade jetzt, weil die Midlane für Dire reinpusht. Wir haben zwar die Rex, aber die Rex oben. Dementsprechend Radiant versuchen oben durchzugehen, wo es definitiv einfacher ist und wo sie vielleicht den Ausgleich in den Rex holen können, um dann durch die pushenden Lanes vielleicht mal etwas mehr in der Offensive zu sein, als es bisher in diesem Game der Fall war. Nächster Smoke, schauen wir mal. Genau, Radiant wird hier unten auch gehen. Dementsprechend schauen wir mal, wie Dire darauf reagieren wird. Ja, A-Blast wie immer auf die anderen Lanes. Hält es auf jeden Fall schön rausgepusht. Aber es sind halt viel zu wenige Snipes. Hier so ein Undyne, 1600 Leben. Den kann man doch schon mal in die Luft jagen. Na gut, let the siege begin. Wie gehen es Radiant an? Letztes Mal konnten sie einfach nur durchgehen. Dieses Mal wird das nicht der Fall sein. Siege gegen Venowards. Mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ob sie jetzt vielleicht mit der nächsten Wave hochgehen. Vielleicht mit hier einer Pipe. Könnte man drüber überlegen. Vielleicht aber auch einfach mit Mantle Illusion slow pushen. Sie haben die Aegis noch sehr, sehr lange. Könnte man schauen. Okay, keine Action hier oben, genau. Die Illusions sind erstmal hier. Aber mehr wird da erstmal nicht passieren. Die Illusion hier oben ist vielleicht vergessen worden. Vielleicht sollte sie nacheinander eingesetzt werden. Na gut. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall rotieren sie jetzt ein bisschen nach unten. Versuchen noch ein bisschen unten Action zu machen. Ein bisschen aufzusplitten, ein bisschen Pressure zu machen. Vielleicht an mehreren Stellen Chip Damage zu bekommen, dadurch, dass Venomancer nur auf einer Lane sein kann. Im Gegensatz zu Techis. Wobei da natürlich Concentration auch da ist. Genau, beide Teams haben einen sehr starken Teamfight, sehr stark zu 5. Von daher wird es jetzt halt versucht, sich ein bisschen aufzusplitten. Das ist die Death Prophet ist unten. Versucht jetzt vielleicht mit der Luna wieder ein bisschen Chip Damage zu machen, aber der Tower hat noch sehr viele Leben. Da wird noch sehr viel Wasser den Rhein runterfließen, bis der Damage bekommt. Das ist eine sehr, sehr rheinländische Redeweise. Eine sehr Redewendung. Man möge mir dies verzeihen. So, was top nicht funktioniert hat, machen wir jetzt mal auf Bottom, beziehungsweise pushen wir aber beides. Die Luna reicht natürlich hier. Vielleicht können sie sogar sagen, wir haben 4 zu 1. Eine Lane könnt ihr halten. Der Rest pushen wir halt rein. Das ist natürlich Suicide für basically beide Lanes. Oder eine von den Lanes auf jeden Fall. Können sich daher entscheiden. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht warten wir auch einfach ein bisschen, wie das in der Mitte reinpusht. Vielleicht, dass sie noch ein bisschen Tower in Damage in der Mitte bekommen. Aber Standoff-Time. Hier im Spiel SD gegen SD. Im Spiel 29. Das beste schönes Ding gegen schönes Ding Spiel der letzten 100 Spiele. In 2018 erst, glaube ich. So denkt es zumindest SD. Ich habe nicht gewotet, weil, keine Ahnung, A, ich war nicht dabei und B, ich will mich angucken, welches Game gut war, weil ich will es ja casten. Relativ unvoreingenommen erstmal. Aber es war bisher eine sehr schöne Wahl. Immer noch sehr even, obwohl Radiant wahrscheinlich hier die Nase vorne hat. Beziehungsweise nicht wahrscheinlich, Radiant hat die Nase vorne, aber ob das mit Base Race oder Trade oder sonstigen Sachen noch. Da ist noch viel Potenzial, irgendwie coolen Scheiß auszupacken.
Let's do this. 4 zu 1. So sieht's aus. Trotzdem sind sich nicht sicher, was sie jetzt machen wollen. Neges. Na, so lange ist die nicht mehr, ne? Roshan may respawn in. Ist das, ja, eine Minute? Halbe Minute oder anderthalb Minuten sind es noch. Schauen wir, was die jetzt reingehen wollen. Ja, hat auf jeden Fall ein bisschen Damage. Zeus Ulti, um zu gucken. Wie sieht's aus? Ist es eigentlich Building Damage? Nein, ist es nicht. Sonst hätten wir gedacht können. Natürlich, mit dem Pitlord kann man jetzt schön siegen. Aber ist es nicht, dass hier der Building Damage genommen wird. Aber hey, noch mehr Root ist natürlich gut. Newt, Newt, sagte Groot. Ja, genau. Lucas Networth. Not bad. Ja, Saint King mit dem Hex, mit dem Refresher Shot. Oh, Doppelhex natürlich. Ja, gut, okay, das ist nicht zu. Nicht zu unterschätzen. Doppel Zeus Ult ist halt so eine Sache, aber Doppelhex. Ja, Octa-Core, demnächst wahrscheinlich Refresher hier. Könnte man schön hier die Triple Nimbus machen. Und entweder Solo Roche nehmen damit. Global Solo Roche. Oder. Ja, einfach im Teamfighter. Triple Nimbus reinzulaufen, wenn sie dann irgendwie eine Pitzi Leute darin halten können. Das wäre schon nicht schlecht. Apropos Luca. Upp, hat es noch merken können. Hat den Smoke gebrochen. Und ist away hier. Da kommen sie nicht ran. Schöne Reactions auf jeden Fall von Luca, aber halt auch. Hatte die Vision hier. Hat auch gesehen, dass sie von unten kommen. Hat seinen Job of Sand King auf jeden Fall mehr als getan. Und wieder zurück. Beziehungsweise. Hä? Was machst du da unten? Na gut. Soll er mal da unten bleiben? Sehr weit weg, aber halt auch vielleicht mit dem Smoke einfach, der da oben gesehen wurde. Danach wussten sie nicht, wo sie sind. Halt auch ein bisschen defensiv. Kann ich da hinein schon verstehen. Hat auch hier nichts gefahren. Naja. Sei es drum. Weiter pushen. Weiter Standoff. 34.000 Networth. Auf der Seite von Spinnert auf der Luna. 10.000 Networth Vorteil. Yay, hat nicht mehr so viel. Aber das hätte Nachteil ohne Midas. Forstife ist jetzt hier auch ready. Positioning ist alles, die Carries aus den anderen Carries rausbekommen. This is the state of the game. Ingame Music ist laut, jetzt auf einmal, huh? Dann machen wir die mal so. So, da la. Ja, diesmal 1 zu 1 zu 3. Eine sehr, sehr klassische Aufstellung. Auf jeden Fall. Und der Tower kriegt immerhin Damage. Auch wenn es nur die Creeps sind. Aber so ist es drum. Immerhin etwas. Und hier vielleicht Spinnert jetzt mit den Illusions hochständen. Kann wieder ein bisschen mehr machen. Immer ein bisschen Chip Damage. Immer ein bisschen Chip Damage. Oh, der Meme Hammer kommt jetzt raus. Der Meme Hammer Damage auf den Tower. Und das wird natürlich auf jeden Fall so langsam da bringen. Die Lunar Illusions haben jetzt auch ein bisschen was gemacht. Und ja, Meteorhammer wird es auf jeden Fall sein. Oh, Double Stun kommt jetzt hier rein. Center Ulti rein und wieder der nächste Stun mit dem Refresh. Oh, Luca on point hier. Zack, Stasis mit ausgepackt. Packt der Akku, muss jetzt hier weg. Skeffish sehr tief drin. Versucht jetzt irgendwas zu machen, aber ist jetzt sehr tief. Sie gehen hier zurück. Luna auf der anderen Seite ist natürlich dabei, die Vex zu holen. Hat hier auch die beiden Vex auf jeden Fall geholt. Runizel versucht hier vielleicht rauszukommen, aber nein. Emo kommt raus. Wir haben zwei Leute nur verloren und dafür sind die Vex down. Luna sollte jetzt hier sich definitiv verziehen. Wupp. Wird hier gestunt. Mal schauen, ob mehr passiert. BKB-TP ist nicht ready. Weil er tatsächlich den Booster Flare abgebrochen hat. Von daher wird hier die Luna down gehen. BKB ist aktiviert. Wie sieht's aus? Haben wir noch ein bisschen Satanic? Wird hier vielleicht sogar Xalas mitnehmen? Oh, nein. Und dann. Ups, das hätte man besser timen können. Von daher ist jetzt die Luna freidrehen. Ist hier freidrehen? Kriegt sie Support? Ja, Akku ist da. Akku ist da. Zack, Stun kommt wieder rein. Luna muss gerettet werden. Vielleicht sogar mit einem Flutter herausgehen. Nein, oh, Eclipse wird angepackt und der Hex ist da. Der Hex ist da. Das Skellfish kommt aus der Vision raus, aber nicht genug. Der BKB und der letzte Hit von Akku macht es, dass sie down geht, aber auch die Luna geht down. Sind sie wieder da? Underlord mit dem kompletten
Rift nach Hause und wieder hingelaufen. Trotzdem, Alcaramba wird jetzt ja auch low, müssen sie nicht so weit vorne gehen. Akku kommt da durch, zack, da ist es dann. Oh, diese BKBs im Burrow Strike. Wir sind natürlich sehr schön. Akku hier sehr tief drin, hat noch einen Hex. Will es aber nicht unbedingt benutzen. Tombstone ist gepoppt. Sehr viel geslowt. Nächste Burrow Strike kommt hier raus und sollte... Na, sollte nicht rauskommen. Stun kommt draußen. Fobster wird hier den Kill auf jeden Fall bekommen. Bisschen so Xardas. Von daher ein weiterer Kill. Sehr, sehr weit ausgetreten. Trotzdem die Creeps. Hier zwei Tower. Die T4 Tower sind schon down. Die zwei T4 Tower so rum. Bitter für Dire, die hier langsam Schritt für Schritt ihre Base verlieren. So. Ja, der nächste Meme-Hamper wird, glaube ich, diesen Tower holen. Aber Radiant müssen sie jetzt erstmal ein bisschen... Ja, ein bisschen wieder sammeln. Bei Bexbo haben sie zum Glück keine verloren. Von daher liegt es an ihnen gleich wieder langsam, aber sicher das Game zurückzuziehen. Och, komm schon, Computer. 100% CPU, das ist definitiv die CPU. Harru, 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 harru. Was ist denn hier eigentlich? Chrome? Nee. Machen wir Chrome mal aus, mal schauen. Vielleicht war es das ja tatsächlich. Finde ich witzig, gerade weil ich Chrome aufgemacht habe, um gerade eben einen Browser aufzuhaben, der halt nur einen Tab auf hat. Nämlich mein Upload-Monitoring. Fände ich witzig, wenn Chrome tatsächlich dann mehr verbraucht als der ganze Firefox mit offenem Twitter und Gedöns zusammen. Aber sei es drum, daher holen Roche. Wir haben Roche gefunden, werden Roche holen. Roche wird sich, glaube ich, im Center erstmal alleine killen. Ja, nicht ganz. Da wird jetzt Exorcism gepoppt. Halt auch in der Vision von Radiant, um auf jeden Fall zu zeigen, wir poppen für Exorcism. Ihr solltet das nicht contesten. Tun sie aber. Von daher wird hier ein Teamfight entstehen. Zack, Pit of Malice. Kommt hier rein, Luna, die ersten Glaze fallen. Luna in der Mitte, ist hier mittendrin, Hat natürlich auch das Satanic und keine Control, von daher steht hier mittendrin. Luna jetzt vorbei. Akul hat aber schon den ersten Center Warrunner hier down auf der Bottom Lane. Wird versucht, der Venomancer rauskommen, aber oh, Zeus packt ja einfach den Nimbus mit Zack down. Undyne geht hier auch down. Nächster Kill. Und es war nicht der Chromium. Okay, auf jeden Fall. Death Prophet gehext. Im Pit drin. Werden aber erstmal die Tombstone fokussen. Danach, wie sieht's aus hier? Akul wieder ziemlich viel dran. Erstmal das nächste Hex geht down. Skatfish muss hier versuchen zu escapen. Das macht es auf jeden Fall einfacher, das zu casten, weil nicht so viel auf einmal passiert, aber. Nervt ja schon ein bisschen. Interessant. Scheinen hier wegzukommen. Wie sieht's aus? Im nächsten Luca kommt hier. Ah, das kriegen sie auf jeden Fall noch. Frostdeath. Burrow Strike. Hex. Und Luna. Oh. Reicht es? Es reicht. Gerade so. Blink. Burrow Strike. Kommt nicht ganz ran. Aber der Throne ist exposed. Luna killt. War es dieses Game? Können sie nochmal zurückholen? Wie sieht's aus? Haben sie noch was? Meteor, Memehammer, kommt ran, aber es geht down. Wir ihn holen das hier. Fast schon antiklimatisch. Fuck you, Lewis. Fuck you, the fuck. Aber sie haben es geholt. Relativ hin und her. Das hätte noch alles gehen können. Man hat am Ende gesehen, Radiant holen hier auf jeden Fall immer weiter sich das Game zurück, waren relativ weit voraus, aber es hat nie so ausgesehen, als ob Radiant sich jetzt auf jeden Fall dieses Game holen wird. Richtig schönes Game, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn diese komischen Stotter, es waren ja keine Lags, es waren halt einfach mal 100% CPU-Last, ja, das werde ich noch fixen. Auf jeden Fall das. Hat Spaß gemacht, mal schauen, ob wir den Stream direkt anlassen und weiter mit dem nächsten Game machen und zocken. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, abonniert YouTube und sowas, aber whatever. Habt einfach nur Spaß, diesen Cast zuzugucken. Das reicht mir. Ja, bis dann.